Hallo? Hallo, hallo. Ich fange einfach drauf. Ich lese einfach mal vor. Das habe ich selbst geschrieben. Okay. Danke. Bedingungslose Liebe heißt bedingungsloses Vertrauen in das Hier und Jetzt, in den Moment. Das Gegenteil wäre Angst. Und in dieser dualen Welt aus Tag und Nacht, Mann und Frau etc. sind von einer emotionalen Sicht aus jene zwei Grundlagen, aus denen wir handeln, Liebe oder Angst. Als Embryo stellt sich die Frage nicht, ob es ein Ich, ein Innen oder Außen, Tag oder Nacht gibt. Wir sind vereint mit dem Ganzen, im perfekten Equilibrium. Wie ein Stern, welcher in den endlosen Weiten des Universums eingebettet ist. Nach und nach verlieren wir immer mehr die Position des ultimativen Beobachters. Nach einiger Zeit entwickelt der Geist Bewusstsein für den Körper. Wir nehmen bewusst auf kleine Abläufe wie die Motorik des Körpers Einfluss und so entsteht durch bewusstes Denken ein aktiv erzeugtes Karma, das heißt eine Abfolge von Ursache und Wirkung, welche mehr oder weniger bewusst erzeugt wird. Dann passiert das erste Trauma und das, was ich die Geburt des Egos nenne. Die physische Geburt, welche im besten Fall das erste Trauma für das Kind darstellt, aber auch sehr oft sich als ein weiteres Trauma im Leben der Mutter manifestiert. Vielleicht eines der schönsten Beispiele von Equilibrium im Sinne, dass dieses wunderschöne Ereignis, die Geburt, natürlich sehr positiv ist, aber gleichzeitig mit einer schmerzhaften Erfahrung einhergeht. Bei der Geburt nimmt das Kind das erste Mal wirklich wahr, dass es ein separates Bewusstsein hat, einen eigenen Körper. Nach und nach identifizieren wir uns immer mehr mit unserem Ego, unserer Persönlichkeit. Unser Max Mustermann, geboren am so und so vielten, wird zu einer Realität. Aber gleichzeitig merken wir nicht, wie sehr wir ein Abbild unserer sozioökonomischen Bedingungen sind. Wir lernen zu gehen, indem wir imitieren. Wir lernen zu sprechen, indem wir imitieren. Und unsere Umwelt kopieren. Und nach und nach wächst die getrennte Identifikation vom Ganzen. Danke. Nationalismus ist Narzissmus auf einer nationalen Ebene. Heißt, dass man mit niemandem anderen als Menschen seiner eigenen Rasse, seiner eigenen Nationalität Empathie empfinden kann. Weil man sich so weit weg von allem und jedem vorkommt, ja getrennt vom Ganzen sieht. Entschuldigung. Aber warum befinden wir uns nun in einer Zeit, wo das Ego und materielle Erfüllung nicht nur im Vordergrund stehen, sondern sogar propagiert werden? In einer Zeit, wo Hunden mehr Empathie entgegengebracht wird als Menschen einer anderen Nation? Ist nicht einer der maßgeblichen Beeinflussungen unserer Gesellschaft der Mainstream, also Popkultur? Der Begriff Popkultur kommt vom lateinischen Populus, Volk, und dazu gehören Sport, Massenmedien, Trivialliteratur und Popmusik. Bringen nicht jene Bereiche unserer Kultur die Ikonen der heutigen Zeit zur Welt? Unter Ikonen verstand man früher eigentlich Heiligenbilder. Doch wenn man heute von Pop- oder Sportikonen redet, meint man die Vorbilder unserer Zeit und spricht von Pop-Ikonen. Haben Menschen wie Lady Gaga, Reality-Shows und Massensportveranstaltungen vielleicht etwas damit zu tun, die Menschen nicht nur abzulenken, sondern auch zu beeinflussen? Warum wird Kapitalismus und Herdenkonformität und nicht Nächstenliebe und Individualität, individuelles Denken propagiert? Haben wir vielleicht nie gelernt, selber Erfahrungen zu machen und darauf unsere Vorstellungen von Realität, Werten und Glauben zu definieren? Sind wir vielleicht indoktriniert zu imitieren und nicht zu reflektieren? Ich bin mir sicher, dass die meisten Leute, welche heutzutage über die Massenmedien gepusht werden, ob in Politik oder Popkultur, nichts anderes sind als Marionetten für Lobbys. Spitzenpolitiker und Pop-Ikonen sind nicht auf den Plätzen, weil sie die Besten auf ihrem Gebiet sind. Sie sind auf diesen Plätzen, weil sie von einem zentralen Machtkörper den Leuten eingehämmert werden, wie durch Werbung, Gratis-Propagandazeitungen oder anderen massenmedialen Propaganden. Lasst euch nicht einreden, dass es sowas wie die Wahrheit nicht gibt. Wie oft höre ich, dass man die Wahrheit nie herausfinden kann, wer hinter dieser Realität steckt, die uns indoktriniert wird.
dass das viel zu komplex wäre, als jemals herauszufinden können, welche Menschen bzw. Lobbys daran interessiert sind, erneuerbare Energien, ein neues Zahlungssystem oder medizinische Durchbrüche zu unterdrücken. Ein kleines Beispiel. Wenn man sich vorstellt, dass die Bank of America, Citigroup, JP Morgan Chase und Wells Fargo Bank die Ölkonzerne BP, Chevron und Shell besitzen, lässt sich die Menge an Leuten, welche jene Konzerne leiten, auf einen nicht allzu großen Kreis reduzieren. Und nur so nebenbei, Öl wird nur in einer Währung verkauft, dem Dollar. Ich weiß selbst genau, wie schwer es sein kann, sich auf den Weg der Wahrheit zu machen und herauszufinden, dass man von eigentlich allen Institutionen von vorne bis hinten belogen und manipuliert wird. Die Wahrheit kann sehr erschreckend sein und einen fürs Erste nicht unbedingt mit der Qualität von bedingungsloser Liebe, also bedingungslosem Vertrauen, erfüllen. Aber es ist wichtig, selbst zu recherchieren, sich ein eigenes Urteil zu bilden und dann liegt es an einem selber, die Wahrheit zu verbreiten. Wenn man eine physische oder psychische Krankheit hat, nutzt es nichts, sich nicht mit der Thematik zu befassen und der Wurzel auf der Spur zu kommen. Und jetzt noch was zum Schluss. Ich bitte euch kurz, euer Gegenüber anzuschauen. Bitte euer Gegenüber anschauen. Schaut ihnen in die Augen. Was erkennt ihr? Einen schwarzen Punkt. Die Pupille. Jetzt versucht euch vorzustellen, dass ihr in den Körper hineinzoomt. Die Blutkörperchen, die Zellen, alles Punkte, welche alle in einer Verbindung zueinander stehen. Ja, erst alle Zellen zusammen bilden euren Körper. Jetzt zoomt aus dem Körper raus, bis die Welt zu einem Punkt wird, bis unsere Galaxie zu einem Punkt wird. Vielleicht veranschaulicht dieser Gedankengang besser, dass wir in Wirklichkeit alle eins sind. Oder denkt ihr, dass die Zellen in eurem Körper wissen, dass sie in einem Körper stecken? Wir sind ein kranker Organismus, der geheilt werden muss. Und welcher auch geheilt werden kann. Wir müssen die Information an andere Zellen weitergeben, um das Ganze zu heilen. Und heilen im ganzheitlichen Sinne, auf einer physischen, psychischen und mentalen Ebene. Denn zumindest ich glaube daran, die Wahrheit wird euch befreien. Danke. Ich habe da hinten so ein kleines Kunstprojekt aufgebaut und das ist Teil eines Videos, was ich auf YouTube gepostet habe, was aufruft zum Kunst-Dschihad. Zum Wahrheitskunst-Dschihad auf YouTube heißt das Free Love Truth Jihad. Free Love Truth Jihad. Und ich rufe alle Leute, Künstler oder keine Künstler auf einem kreativen Weg, diese Informationen und vor allem die Informationen zur Mahnwache an die Leute zu bringen, weil ich mich selbst geschämt habe, dass ich persönlich erst das erste Mal letzte Woche hier auf der Mahnwache war und mich gefragt habe, wie kann man diese Informationen weiterbringen, weil bestimmt mehr Leute hier sein würden, würden sie es wissen. Und das YouTube-Video heißt Free Love Free Truth Love Jihad, das dauert 2 Minuten. Wenn man das kurz einschätzen kann, dann ich 2 Minuten noch machen, dann kann man nicht. Gibt da ein Audio-Laut? Ja. Gut, dann lassen wir kurz in der Zwischenzeit noch die Marianne ans Mikrofon. Wie kann ich die, ich möchte es präsentieren.